Gut. Schönen guten Morgen. Freut mich, dass ihr doch so zahlreich erschienen seid. Ich hatte Angst vor einem leeren Raum mit einem Mac-bezogenen Thema. Zuerst mal eine große Entschuldigung. Also ich lebe in England und da ist ja durchaus was schiefgegangen. Aber ich wohne in Oxford und das hier sind die Ergebnisse vom Referendum. Und je tiefblauer, desto mehr Remain. Also es war definitiv nicht unsere Schuld. Und da ihr alle wahrscheinlich noch nie in Oxford wart, habe ich ein ganz kurzes Video mitgebracht, um euch zu zeigen, wieso es mich da schon seit 8,5 Jahren festgehalten hat. Das ist die Uni. Ihr seht auch mein Büro da irgendwo im Hintergrund. Also brandneu, alles frisch gebaut, viel Glasbeton. Die älteste Universität der englischsprachigen Welt, die zweitälteste auf dem Planeten, die größte Bibliothek. 99,7% aller Undergrad-Studenten schaffen ihren Abschluss. Und es ist trotzdem schweinehart. Es ist ein unglaublich verrückter Platz auf dieser kleinen Welt. Und es ist, glaube ich, die größte Anhäufung von Exzentrikern. Einen seht ihr heute vor euch. Mein Job ist in der zentralen IT als Gruppenleiter und wir sind die In-House Consultancy, das heißt, wir machen interne Projekte, interne Feuerwehr, wo, egal wo was schief geht, wir dürfen es reparieren. Aber eins unserer Teams hat vor 7 Jahren zufällig sich mal dem Thema Apple-Geräte angenommen, weil das ging ziemlich schief. Und seitdem haben wir halt auch als eins unserer Kompetenzthemen alles, was von Johnny Ive designt wurde und ein Äpfelchen drauf hat. Und das ist ja alles höchst proprietär und Apple hat ja die GPL zum Beispiel als Krebsgeschwür erklärt und aus allen Produkten alles, was die GPL enthält, entfernt. Also kontroverses Thema, auf einer Free and Open Source Konferenz darüber zu reden, aber so langsam und wirklich so langsam hat sich gerade in der professionellen Systemverwalter-Community ein richtig großer Fundus von freien Tools entwickelt, die wirklich OSI-compliant sind. Und ich dachte mir, da immer mehr unserer Kollegen diese oder jene Geräte doch wünschen, mal dieses und vielleicht auch nächstes Jahr einen kleinen Überblick zu geben, was es da so gibt, wie man auch vernünftig diese Geräte in seine eigene Infrastruktur integrieren kann. Anfangen möchte ich mit dem, was unter dem Bereich mobile Geräte fällt. Also iPhones, iPads, iPad Pros, alles was iOS hat. Da gibt es ganz einfach nur eine Möglichkeit, die zu managen. Und das sind sogenannte Profile. Ihr seht jetzt hier gerade ein Profil. Das ist jetzt ein zufälliges Profil, das ich mir ausgesucht habe, das ich gerade am Installieren bin. Und es sagt mir, das ist das Remote-Management-Profil für die Acme Incorporated. Und ja, es ist zertifiziert, deswegen wird ihm vertraut. Und es beinhaltet ein MDM, Mobile Device Management Zertifikat, 4 Restriktionen, das könnte sowas Einfaches sein wie, ich darf kein iTunes private iTunes-Einkäufe benutzen. Es können auch deutlich heftige Restriktionen sein. 2 verwaltete Applikationen, Bücher, ein E-Mail-Account, ein Zertifikat zur Identifikation des Geräts und ein weiteres nicht weiter erläutertes Zertifikat. Der Anwender klickt hier oben nur auf Installieren und dann endet das auf dem Gerät. So einfach. Das ist Management the Apple Way und die meisten Menschen, die Apple-Geräte oder verwalten, die verstehen auch genau das. Wenn man unter die Haube schaut, ist es wie immer für Apple exzellentes System Engineering. Also alles, was die Apple-Ingenieure rausgeben, ist in der Regel höchst durchdacht. Das Ganze ist nichts anderes als XML, präzise eine Property List und das XML ist signiert. Und diese Signatur folgt einer sehr strikten Zertifikatskette, die vom eigenen Mobile Device Management Server anfängt
und dann über eine Signatur von Apple CA authentisch sein muss. Ansonsten wird das Gerät ganz laut schreien und sagen, bitte installier das nicht, weil dem kann man doch gar nicht vertrauen. Es möchte gerade dein Gerät managen. Ein anderes Beispiel, das sind jetzt zufällige Beispiele, wie nur Screenshots, wie das aussehen könnte, hat nichts mit dem XML-Code zu tun. Kann jeder Blinde mit dem Krückstock erkennen, hier konfigurieren wir ein Wi-Fi. Kann man aufs Gerät draufschicken, sobald man in die Nähe des Wi-Fis kommt, wird sich mit diesem versteckten Netzwerk trotzdem automatisch verbunden. Also relativ simpel, man muss nur wissen, was für Schlüssel und was für Werte es gibt. Dazu gibt es eine Referenzimplementierung. Es gibt keine Dokumentation, welche Schlüssel es gibt, außer man geht jede Woche einmal mit Apple in Cupertino und Steak essen. Aber zum Glück ist die Referenzimplementierung in Ruby geschrieben und man kann sich das anschauen. Wie werden diese Konfigurationen auf die Endgeräte deployed? Die erste Lösung war, dass man die Geräte mit einem Kabel an einen Mac anschließen musste und mit dem proprietären, das erkennt man immer daran, dass es direkt von Apple kommt, wenn hier ein kleines Äpfelchen hinten dran ist, Tool dem Apple Configurator installiert. Gibt es jetzt mittlerweile Version 2, aber noch immer tethered. Man muss also anschließen. Das ist super für große Deployments, wie zum Beispiel Klassenzimmer oder Schulungsräume, wo man jeden Tag oder alle beliebigen x Stunden die Geräte auf einen gewissen Zustand zurückbringen muss. Super, da gibt es diese kleinen Wägelchen, da schließt man alles an, drückt einen Knopf, pfumm, passiert. Man kann aber auch so Profile an die Anwender einfach ver-E-Mailen oder auf eine Webseite stellen. Das ist zum Beispiel, wenn man EduRoam konfigurieren will. Sehr lustige Lösung. Stellt man alles bereit, inklusive Zertifikat vom Radioserver. Das Einzige, was man nicht ausfüllt, ist Benutzername und Passwort. Unser Helpdesk, seitdem wir das deployed haben, hat sich sehr gefreut, dass sie kaum Anrufe von Apple-Anwendern haben, bis auf jene, die zu blöd sind, ihr Passwort zu tippen. Und dann natürlich jetzt, weil alles ist ja wireless, über einen sogenannten Mobile Device Management, MDM, Server. Und das ist nichts anderes als ein Tool, hier sieht man einen leider sehr schlechten Screenshot, wo man wieder schön in einem User-Interface sagt, ich möchte die Inhaltsfilter konfigurieren, dann kann man hier Restriktionen einstellen, das Ganze wird wieder schön zusammengeklickt, verbundelt, man sagt speichern und dann spezifiziert man, welche Geräte das Ganze gesendet werden soll. Das XML wird erstellt, wird signiert und dann wird es an Apples Push-Cloud gesendet und die Apple Push-Cloud verschickt es dann an alle Geräte. Was man wissen muss, genauso wie Android, wo jedes Gerät kontinuierlich einen Tunnel, oder ja, Tunnel ist vielleicht ein bisschen zu unspezifisch, kontinuierlich mit der Google Cloud kommuniziert, kommuniziert jedes Apple-Gerät kontinuierlich mit der Apple Cloud, dass diese Push-Geschichten ankommen. Und Systemadministratoren können sich das zunutze machen, können entsprechend dann, wenn die Geräte einmal so ein MDM-Profil haben, die Geräte konfigurieren. MDM ist sehr, sehr mächtig. Also man kann eigentlich fast alles auf dem Gerät konfigurieren. Man kann Applikationen installieren, man kann Applikationen konfigurieren. Das ist dann Managed App und Managed App Settings. Das ist super, weil wenn die Entwickler sich ein kleines bisschen Mühe geben, kann man zum Beispiel eine Business App oder wir machen unsere Virtual Learning Environments komplett vorkonfiguriert an die Studenten in den Kursen. Bücher, man kann mittlerweile diese Geräte gegen LDAP, Kerberos und Active Directory binden. Man kann Benutzeraccounts definieren, man kann sagen, diese Dateitypen dürfen nur mit dieser Applikation geöffnet werden, dürfen gar nicht geöffnet werden, dürfen geteilt werden. Alle möglichen verschiedenen Sicherheitseinstellungen. Man kann die Geräte löschen, man kann auch nur Einzelrestriktionen einführen. Man kann sogar Firmware-Updates verbieten oder umgekehrt auch forcieren. Es wird immer, immer mehr, es wird sehr vollständig und mit jedem Minor Release kommen neue Funktionen hinzu und die Major Releases sind eher so dann Funktionalitäten, komplett neue Bereiche, die eröffnet wurden. Mit dem nächsten iOS gibt es einige interessante Sachen, auf die wir sehr lange gewartet haben, was dann im Oktober erscheint. So, für iOS ist da noch eine ganz große Baustelle, weil ich habe ja versprochen, dass ich über Open Source rede. Und wenn man sich das anschaut, da gibt es nur die Referenzimplementierung von Apple und das Euro-Symbol
bedeutet, es ist kommerziell. Das heißt, hat sich noch niemand wirklich die Mühe gemacht, sich hinzusetzen und eine freie Implementierung zu schreiben. Es gibt hunderte, und deswegen, ich habe hier nur die drei erfolgreichsten, richtig teuer, richtig groß, Multiplattform, was weiß ich, wenige bis vielleicht 100 Geräte, und das ist so der Industrieführer, alle Folien sind online, nebenbei könnt ihr runterladen, das ist der Industrieführer, wenn es nur Apple sein soll. Also es ist Single-Plattform, aber die versprechen Day-One-Support für neue Features. Aber alles kommerziell, weil das ist ein so volatiler Bereich, dass es unheimlich schwer ist, da mitzuhalten. Ich kenne die Entwickler von Buschel und Kasper persönlich. Die sagen wirklich, die haben zwei Leute fest eingestellt in Cupertino, die sich nur darum kümmern, die Beziehung mit Apple zu halten, dass sie wissen, was sich verändert. Also hier müssen wir noch dran arbeiten. Die Referenzimplementierung von Apple ist in diesem OS X-Server. Das Wi-Fi hier ist ziemlich schlecht. Das hier funktioniert nie. OS X-Server ist wieder ein tolles Management-Tool für Apple-Administratoren, weil es hat ganz wunderschöne User-Interfaces. Man kriegt tolle Graphen, man kann toll klicken für Benutzer. Alles. Gehirn abschalten, Maus an den richtigen Punkt bringen und klicken. Und das ist dieser Profile-Manager, der die Profile rausschickt. Fantastische Sache, wenn man nicht weiß, was man tut. Läuft auch nur auf einem Mac-Server, also das heißt ein Mac Mini mit einem Netzteil oder sowas, also nicht fürs Rechenzentrum gedacht. Niemals für mehr als 100 Geräte nutzen, weil die API zur Datenbank, das ist eine Postgres-Datenbank hinter dem Ruby-Code, ist so schlecht, dass es umfällt. Also Apple sagt, das ist unsere Referenzimplementierung, die nutzen wir zum Testen, ob unsere Features funktionieren, für Produktiveinsatz im großen Stil vielleicht nicht so gut. Und dann kam was Neues raus, was wirklich cool ist, und das ist das Device Enrollment Programm. Weil wie bekomme ich dieses Gerät in mein Management Framework? Und jeder, der mal ein iPhone oder auch ein Android sich gekauft hat, erinnert sich, dass da am Anfang dieser Setup-Assistent ist. Wo man sagt, hallo, gehen wir mal online, tippen wir mal unseren Google oder unseren Apple-Account. Und beide Hersteller haben sich jetzt erlaubt, genau in diesem Moment einen sehr versteckten, aber sehr genialen automatischen Enrollment in das Management einzuführen. Das funktioniert mittlerweile sogar für die Macs. Und man muss sich einmal als Organisation registrieren und dann ist das Ganze ziemlich einfach. Schauen wir uns das doch mal an. Hier ist mein iPad mit dem Setup-Assistenten. Frisch aus der Box vom Apple Store oder vom Distributor. Wir geben die genau so zum Endanwender, auch die Computer. So, swipe to start setup, hier wähle ich mein Wi-Fi. Jetzt wurde schon die Konfiguration runtergegangen. Hier sagt es, Acme will configure das iPad. Es ist schon enrolled. Okay, keine weiteren Sachen, normal fragt der Assistent ziemlich viel. Automatisch kommt meine Managed Software runter. Automatisch kommen ganz viele Settings auf das Device. Das Video war jetzt dreimal so schnell wie Realität, aber ihr habt gesehen, das war ziemlich schmerzlos für den Anwender. Und ich habe volle Kontrolle über das Gerät. Also der Anwender kann noch tun, was der Anwender will. Gerade Apple ist da relativ offen. Alles, was IT macht, wird im Profil-Dialog angezeigt. Aber ich habe jetzt DocuSign, Evernote und die anderen zwei Applikationen installiert und habe die eventuell unter Kontrolle. Ich habe einen E-Mail-Account auf das Gerät geschoben. Das ist, wie IT heutzutage von unseren Anwendern wahrgenommen wird in Oxford. Wir versuchen, die netten unterstützenden Enabler zu sein. Wir versuchen nicht, irgendwie Funktionalität von unseren Anwendern, weil das sind ja sehr schlaue Menschen, vorzuenthalten. Und das letzte Stück, was dann noch fehlt, ist ein Programm, das heißt Volume Purchase Program. Und da geht es darum, wie man Software, die es nur in diesen, again, proprietären Stores, Apple Store, Google hat das gleiche für Play Store, an seine Anwender verteilen kann, weil die müssen ja immer an einen Account gebunden sein. Und der Benutzer hat seine Apple-ID und das Unternehmen hat sein Volume-Purchase-Programm. Und das wird mit dem MDM verkoppelt und dann das MDM sendet dann ein anonymes Token zu dem Anwender, sagt, kannst du dich bitte mit uns als Organisation föderieren?
bitte doch mal kurz mit deiner Apple-ID anmelden. Wir würden jetzt gerne dir Applikationen und Bücher gratis zur Verfügung stellen. Der Anwender meldet sich an und dann wird nur ein anonymes Token an das NDM, was den Benutzer repräsentiert, preisgegeben. Wir erfahren nicht den Namen, die Apple-ID oder sonst irgendwas, die bei Apple hinterlegt ist. Weil wir haben den Benutzer ja über unseren Kanal kontaktiert. Das genügt uns. Und dann können wir Applikationen kaufen und an den Anwender verteilen. Das sind 6 komplexe Schritte. Die kommerziellen Tools machen es sehr einfach. Da gibt es auch gerade eine Alpha-Implementierung für in Open Source. Zusammenfassung. Man kauft was, Geräte. Man lässt sie direkt auf den eigenen Device Enrollment Program Account beim Kauf, und es geht auch nur beim Kauf, hinzufügen. Man sendet das Gerät direkt zum Endanwender. IT fasst es nicht mehr an. Wenn der Setup-Assistent durchgeführt wird, hat IT direkt die Kontrolle und das Mobile Device Management sendet die Konfiguration aufs Gerät und mit Volume Purchase Programm kann man dann entsprechend Applikationen verteilen. Nicht viel Open Source. Also es ärgert mich und deswegen erkläre ich es immer am Anfang, weil danach kommen die interessanteren Open Source Sachen. Dieser Zero-Touch-Workflow ist unglaublich proprietär. Also es gibt Ansätze im Go von Papayan auf GitHub, zumindest die DEP- und MDM-Geschichte auch für iOS in Open Source zu implementieren. Ist aber noch sehr, sehr, sehr volatil und noch nicht sehr stabil. Ja, und dann hat man hoffentlich seine jungen, ambitionierten Studentinnen in der Bibliothek mit ihren iPads arbeiten oder seine Forscher. Gut, wir sind ja eigentlich hauptsächlich da wegen den Laptops und den echten Computern. Deswegen dachte ich mir, fange ich mit etwas an, mit dem wir alle vertraut sind. Das ist der typische, wie deploy ich ein Linux from scratch auf eine Box, die noch mit einem anderen Betriebssystem infiziert ist. Netboot, ich partitioniere, ich mache ein Bootstrap, Base Installation, dann installiere ich meine Packages und Konfiguration. Ganz simpler Prozess, hat wahrscheinlich jeder von euch schon mal gemacht. Gibt es unendlich viele Tools, kann ich für jeden Schritt, für unzählige verschiedene Lösungen nennen. Und man glaubt es nicht, der Workflow für OS X ist identisch. Apple mag nur ihr Marketing und ihren eigenen Slang. Es heißt Netboot, es ist obviously Imaging und naja, was Profile sind, haben wir schon gelernt und MCX, schauen wir nachher ganz kurz drauf, falls wir Zeit haben. Und ganz wichtig ist, mit dem neueren Volume Management kann man zwar noch partitionieren, aber es wird immer, immer schwieriger, das zu bekämpfen. Also wir haben früher immer das System auf einer Partition gehabt und dann die Benutzerdaten auf einer Partition, dass wir nur das System entsprechend löschen und austauschen können, denn die Benutzerdaten bleiben. Gerade wenn man in die Verschlüsselung mit also reingeht, wird das sehr, sehr schwierig, das ordentlich zu managen in einer wirklich verlässlichen Art und Weise. Deswegen kann ich nur empfehlen, vielleicht da sich an Apples Wunsch zu halten und nicht zu partitionieren. Ganz schnell der Vollständigkeit halber, das ist Apples bevorzugtes Mac-Management-Tool. Super, weil ohne dass der Benutzer es mitbekommt, kann man da direkt erstmal ganz indiskret auf den Bildschirm schauen. Wenn man weiß, was man tut, kann man auch diverse Geräte auswählen und ein Kommando ausführen oder ein Skript oder so. Also es ist schon zumindest so, dass man dann mal ein bisschen Richtung Konsole gehen kann. Und man kann sogar Workflows, das sind quasi das Äquivalent eines Skripts, grafisch, hier sieht man, ein Computer wird ausgewählt, der Bildschirm wird gelockt und dann wird das System schlafen geschickt. Also dafür brauche ich keinen grafischen Editor. Aber ja, das Tool gibt es, heißt Apple Remote Desktop und das ist für die Art von Admins. Naja, wir sind ja eher die Admins. Also los geht's. Netboot, Net Imaging, wird verkauft unter dem Apple-Slogan Boot Service Discovery Protocol, BSDP. Das ist nichts anderes als DHCP mit wunderbar verrückten Optionen.
Das Ganze haben wir reverse engineert, ist bei uns im Wiki, wenn man nachsucht, Apple Boot Service Discovery Protocol. Wir haben eine komplette Anleitung, wie es konfiguriert wird. Den Link schiebe ich auf den Slide Deck nach. Es ist machbar, einfach nur mit dem Standard ISC DHCPD. Man muss nur verrückte 80 Zeilen auf Config eintragen, dann läuft die Sache. Weil was sehr schön ist, wenn man in seinem Netzwerk sowieso einen DHCP-Server hat und vielleicht sind die Admins nicht so gewillt, die Apple-Extensions hinzuzufügen, dann kann man einfach einen zweiten DHCP-Server neben dran stellen, der keine IP-Informationen verteilt. Weil jeder Mac fragt zuerst mal nach allem. Wenn aber nur eine Antwort für die Standard-IP-Konfiguration kommt, sagt er, okay, jetzt weißt du, wie mein Netzwerk funktioniert, ich will trotzdem bitte booten. Und dann kommt eine zweite Anfrage und wenn die nur die Boot-Service-Discovery-Option enthält, bootet die Maschine immer noch aus dem Netz. Unsere Netz-Admins sind nicht große Freunde davon, dass sie sich um diesen Kram kümmern müssen. Entsprechend haben wir einen Pool von 6 DHCP-Servern, einen Pool von 2 Boot-Service-Discovery-Protocol-Servern. Die sitzen schön nebeneinander, funktioniert. Wem das Ganze zu viel Arbeit ist, da dieses Triplet vom ISC, DHCPD, TFTP und HTTP, braucht man zum Download vom Image. Das wäre dann das Äquivalent vom NFS-Root. Da wird einfach ein 10 GB Image auf den Webserver geknallt. Das wird im Block-Level, also nicht das komplette Image, sondern da wird Block-Level-Zugriff in das DMG gemacht. Muss ein bisschen sophisticated Webserver sein. HTTP-Protokoll unterstützt das ja. Wenn das zu viel Arbeit ist, der kann wieder schön die UI vom Apple-Tool benutzen oder es gibt von Papai und Prien in Python geschrieben einen kleinen Daemon, der ist rock solid, konfiguriert sich über 10 Zeilen, super Tool. Ja, aber wenn man, ich habe ja über net, also es geht hauptsächlich um das Installieren der Maschine, da nimmst du heutzutage meistens dein Image über einen Webserver, also du hast einen NFS-Server, du kannst einen NFS-Root angeben, also dann wäre die URL statt HTTP NFS und das geht schon. Ich merke, dass HTTP durch alle Firewalls in der Regel offen ist. NFS gibt immer Probleme, also wir booten global. Also bei uns gibt es einen kleinen Trick, man kann im EFI-BIOS patchen und sagt dann, der Recovery-Server ist da und wenn die Benutzer bei uns Apfel-R drücken, was nun mal das Recovery zu Apple ist, booten die bei uns das Recovery in Oxford. Also deswegen nutzen wir HTTP. Ja. Noch ein bisschen Jargon, wen es wirklich interessiert. Netboot, man bootet aus einem Image. Netinstall, man installiert vom Netzwerk. Netrestore, man macht wirklich einfach ein DD. Das ist alles das Gleiche, aber Apple hat wieder schöne Marketingwörter. Ja, wie erstellt man diese Images? Es gibt den Apple System Image Utility. Sieht man hier, wieder schöne UI, kann man sich durchklicken. Total intransparent, aber funktioniert. Dann gibt es kommerziell den Casper Netinstall, der ist frei im Internet herunterladbar. Den Casper Netinstall Image Creator. Open Source gibt es Auto Casper NBI, das ist alles UI-driven. Wir verwenden Auto NBI vom gleichen Autor wie der BSDP-Server. Super, kann man immer wieder reproduzierbar seine Images erstellen. Muss man sich einmal eine Stunde mit beschäftigen. So bootet ein Mac normalerweise. Wenn er vom Netz bootet, sieht es so aus. Und dann sieht man, dass das Root-Volume entsprechend halt einfach einen kleinen Globus oben drüber hat. Kleines bisschen Arbeit. Wenn man es nie gemacht hat, dauert es vielleicht einen Tag. Und ja, wenn man dann diesen Netboot hat, verwendet man die lokale Platte nicht, dann kann man nicht anfangen, Software darauf zu installieren. Hier sieht man jetzt Casper Imaging als dieser kommerziellen Tools. Wir verwenden das für unseren Imaging-Workflow. Und hier wird ein komplettes macOS und sogar auf einer zweiten Partition, wenn man es wirklich braucht, in Windows installiert. Das ist ein alter Screenshot, nur dass man mal eine Idee hat. Der ganze Trick von dem Netboot ist ja nur, dass man entsprechend komplett die Platte killen kann. Imaging, nur ganz kurz, weil ich denke, es ist eine Technologie, die stirbt. Die Definition ist von Microsoft, also eines der wenigen guten Dinge, die sie herbeigebracht haben. Früher war Thick Imaging definitiv alles in einem Image, leider nicht maintainbar.
Dann kam diese Idee des hybriden Image, nur das, was sich wenig verändert, als Kernimage und die kleineren Tools hinten dran als weitere Image geschaltet in der Sequenz. Dann kam Thin Imaging, nur das Betriebssystem als Hauptimage und alles andere modular. Und ich denke, mittlerweile sind wir an dem Punkt, wo man gar nicht mehr imaget. Man vertraut dem Betriebssystem, wenn es vom Hersteller kommt. Das machen sehr viele in der Community. Die nehmen die Geräte, sie löschen das, was Apple liefert, nicht. Trotzdem booten sie aus dem Netz und anstelle, dass sie das Betriebssystem löschen, installieren sie nur drauf. Kann man ja auch mit Windows machen. Machen sehr viele mit Windows, mit deren Dell-Kisten, dass sie sagen, wir löschen das gar nicht mehr. Es wird nur ein Skript, das sich darum kümmert, dass es in unserer Umgebung passt. Jeder, wie er will. Ich will dir nur die Möglichkeiten beschreiben. Wir machen hauptsächlich No-Imaging, aber wenn eine Maschine wirklich total außer Kontrolle geraten ist, dann machen wir Thin-Imaging. Weil Thin-Imaging und No-Imaging hat als einzigen Unterschied, dass man einmal das Betriebssystem installiert und beim anderen nicht. Jo, Imaging-Software gibt es wie Sand am Meer. Die einfachste Lösung ist das Kommandozeilentool ASR und da gibt es auch ganz viele Derivate. Und dann entsprechend, je nachdem, wie viel Kohle man ausgeben will, eine Unmenge von kommerziell verfügbaren Tools. Es gibt auch kostenlose Tools wie Deploy Studio, sehr erfolgreich, hat auch seine Krankheiten, aber jedes Tool hat es. Und Graham Gilbert hat ein wunderschönes Open Source Tool geschrieben, das heißt Imager. Sehr erfolgreich, wird auch bei ganz großen Unternehmen eingesetzt. Graham arbeitet seit 4 Monaten bei Airbnb. Und er hat es geschafft, Airbnb innerhalb von 3 Monaten von komplett kommerziell zu komplett Open Source zu migrieren. Also Imaging Tools, pick as you like. Ist auch nicht sehr spannend. Und wie generiere ich das Image, das ich auf die Maschine installiere? Auch der Vollständigkeit halber, weil ich möchte, dass wenn ihr hier weggeht und euch die Folien anschaut, alle Tools direkt in der richtigen Reihenfolge habt. Auch wieder Autodamage, super, macht ein guter Freund aus Schweden. Das ist unsere Waffe der Wahl. Aber auch wieder gibt es von Apple gratis bis zu, man kann Tausende von Euros jedes Jahr zu einer amerikanischen Firma werfen. Ja, und dann, nachdem das Image installiert wurde, bootet unser wunderschöner Mac, hoffentlich ein bisschen schneller. Und die Maschine ist komplett customized, hat alles auf dem lokalen System, wie wir es wünschen. Wuhu. Das größte Problem ist ja dann, ist die Maschine deployed, aber wie halte ich die Maschine aktuell? Und dazu muss man erstmal wissen, was ist auf der Maschine, wie geht es der Maschine, wo befindet sie sich, was hat der Benutzer damit angestellt? Und ich denke, Inventory ist noch eine der größten Herausforderungen, wo es sehr wenig gute Open-Source-Tools gibt. Es gibt SAL, das ist geforkt von Graham, nachdem er seinen vorherigen Arbeitgeber verlassen hatte, weil es gibt auch SAL Plus, das kann man dann wieder pro Maschine $1 pro Monat lizenzieren und alle kommerziellen, und das sind nicht mehr alle, also es gibt da gutes Dutzend. Aber ich kann immer nur sagen, man braucht gutes Inventory, also man kann auch Factor von Puppet benutzen oder so, wenn man darauf Lust hat. Man muss wissen, was der Status der Maschine ist. Warum habe ich Factor hier nicht gelistet? Factor kümmert sich zum Beispiel nicht um den ganzen Status, wenn man MDM und Profile benutzt. Und da sind die kommerziellen Tools weit, weit, weit voraus. Und ich bin ja mittlerweile nur noch Manager, ich brauche meine schönen Diagramme. Das ist eigentlich so, was aus dieser großen Liste erträglich sein könnte. Ja, Software. Hat jemand schon mal, wie viele Leute nutzen Macs hier? Wie viel muss ich da erklären? Also ein bisschen muss ich es erklären. Die meisten Applikationen für Apple werden verteilt als für den Benutzer nur ein klickbares Icon. Das ist ein Ordner, der hat die Endung .app und in dem Ordner ist alles, inklusive nicht vom System geschippter Bibliotheken, enthalten. Also alles wunderschön contained in diesem Ordner. Und mittlerweile ist das signiert, um sicherzustellen, dass der Code nicht verändert wurde. Der Hauptordner auf dem System, wo das installiert wird, ist der Ordner /applications, sowas wie probably user. Und
nichts hält den Benutzer davon ab, auch sich in seinem Home Directory einen Applications-Ordner zu machen und Applikationen runterzuladen und genau dort abzulegen und auszuführen. Das ist auch recht charmant, weil dadurch kann die IT mit dem Benutzer vereinbaren, alles, was in System-Applications, Slash-Applications liegt, managen wir. Und deine Custom-Applications bitte doch einfach in deinem Home Directory halten, weil wir fassen dein Home Directory nicht an. In Großteil Applikationen funktioniert das super. Aber wenige Applikationen müssen dann doch in Systembereichen, was immer schwieriger wird durch die System Image Protection, was installieren und dann gibt es Installationspakete. Und viel größeres Problem ist, wenn Benutzer sowas installieren. Und das größte Problem ist, dass genauso wie bei Windows, es gibt zwar ein Paketformat, es gibt einen Installer, aber es gibt keinen Paketmanager. Und vielleicht kann man heutzutage ein bisschen diese Stores als kontrollierte Paketkanäle ansehen, aber wir wollen ja eigentlich doch unsere Software shippen. Und da gibt es nur ein Tool, was ich empfehlen kann, und das ist auch das Tool. Das wird von Freund und Kollegen Greg Neagle bei Disney Animation Studios entwickelt. Das heißt Monkey, sieht so aus, erinnert also sehr an den Apple Store. Es ist unglaublich powerful und der Benutzer kann einfach Software entfernen oder installieren, man kann es kategorisieren, all das ist themable und customizable. Es ist ein wunderschönes Unix-Tool, wie es sein soll. Ich könnte jetzt Stunden darüber reden, aber vor 2 Jahren auf der MaxSysAdmin in Göteborg hat Greg einen Vortrag gehalten, wo er wirklich sehr schön und wirklich auch unterhaltsam in 50 Minuten erklärt, wie es funktioniert. Alles, was man wissen muss, ist, Pakete werden mit Metadaten auf einem Webserver abgelegt oder in einem File-Server oder einem irgendwie erreichbaren Ort. Und der Client lädt diese Metadaten herunter und man kann Software dann anhand der Metadaten auf Maschinen scopen. Kann man sich vorstellen, wie ein apt oder ein yum in Verbindung mit der Konfiguration, was installiert werden muss, was dann, was ich über Chef oder Puppet oder sonst was käme. Massives Ökosystem. Tim Sutton hat eine Liste erstellt. Die Liste ist mittlerweile, als ich gezählt habe, über 40 Tools lang. Das sind so die wichtigsten. Man kann alles automatisieren drumherum, da es halt so wunderschön Unix-designed ist. Monkey Admin ist eine UI, um die Pakete zu verwalten. Cell haben wir drüber gesprochen. Monkey Report PHP ist ein PHP-basierter Reporter, dass man sieht, was für Software installiert ist. Monkey Web Admin ist eine Web-UI, um Pakete zu verwalten und Metadaten. Monkey Staging kümmert sich darum, da man Pakete wie bei Debian in Unstable Testing in Stable haben kann. Das automatisch, wenn nach 14 Tagen das Paket nicht gestoppt wurde, das Paket von Testing nach Stable staged. Wir verwalten 300 noch was Softwarepakete, wir stagen automatisiert. Wenn vom Service Desk keine Probleme gemeldet werden, stage das nach 10 Werktagen und geht in Produktion. Simian legt das Ganze in die Cloud, Google benutzt das sehr erfolgreich mit ihrer 50.000 plus Device-Flotte. Manana verheiratet Casper, also Jump, ein kommerzielles Produkt mit Monkey. Einige davon werden von uns in Oxford entwickelt, vieles von der weiteren Community. Und AutoPackage ist das Tool, das die Pakete für uns erstellt. AutoPackage ist nichts anderes als ein rezeptbasiertes System. Man schreibt leider wieder in diesem hässlichen Property List XML ein Rezept. Hier ist das Beispiel mit Firefox. Es gibt 3 Rezepte. Es gibt das Download-Rezept. Das geht einfach zu firefox.com. Folgt dem Download-Link, filtert da die URL heraus und lädt Firefox runter. Man kann nebenbei seine Sprachvariante wählen. Man kann wählen, ob es die Extended Support Release oder Standardvariante ist. Diese Rezepte schreibt man einmal. Wenn es sie schon gibt, kann man sie verwenden und nur minimal anpassen über einen Override-Mechanismus. Der Packaging-Recipe kümmert sich dann darum, dass das Paket nach meinen Wünschen deploybar ist. Und dann das Monkey-Recipe kümmert sich darum, dass es direkt nach Monkey importiert wird. Zum Beispiel, weil wir wissen, ist es ja über ein Rezept gebaut, ist reproduzierbar, es geht direkt in den Testing-Channel. Diese Rezepte haben Dependencies, das heißt Monkey ist abhängig vom Package, Package ist abhängig vom Download.
Das heißt, ich führe einfach nur alle 24 Stunden einmal das Monkey-Rezept aus. Der letzte Firefox wird heruntergeladen und landet automatisiert in meinem Test-Release und wird auf alle Testboxen deployed oder erscheint im Self-Service-Portal für meine Anwender. Wer keine Lust hat, XML zu klicken, kann wieder ein User-Interface haben. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind in der Mac-Welt. Recipe-Robot, Drag-and-Drop und da fällt ein Rezept raus. Ich kenne den Autor. Er hat wirklich viel Energie reingesteckt und er ist einer der Hauptrezeptautoren für die Autopackage-Community. Also es ist ein gutes Tool. Und auch Autopackage wurde von Tim, das ist unser Kollege in Montreal, und Greg vorgestellt auf einer Konferenz. Der Link zum Video ist wieder auf den Slides. Dadurch haben wir die Software gelöst. Aber Apple hat ja diesen irrsinnig schnellen Release-Zyklus. Jedes Jahr ein iOS und jedes Jahr eine Major-Version vom Betriebssystem für Macs. Muss man gerade aufpassen, in 2 Monaten heißt das nicht mehr OS X, dann heißt das Mac OS. Aber es ist unheimlich schnell. Und wenn wir jetzt mal bei der letzten Version, also 10.10, also nicht aktuell, davor, weil ich will einen kompletten Release-Zyklus mir anschauen, da gab es innerhalb von einem Jahr 5 Minor Releases. Also haben wir schon 6 Versionen vom Betriebssystem in einem Jahr. Also alle 2 Monate eine Version. Und wenn das nicht genug ist, dann schaut man noch bitte in die Patch-Level rein. Dann gibt es 11 Versionen vom Betriebssystem innerhalb von 12 Monaten. Das ist echt harter Tobak, wenn man immer wieder up-to-date sein will und auch seine Systeme sicher halten möchte. Das muss man deployen, das muss man testen. Also sie machen es uns nicht leicht. Weil es gibt ja nicht diese wunderschönen Rolling-Updates wie bei unseren bevorzugten Linux-Distributionen, wo kleine Stückchen kommen, es kommen ja große Happen und diese großen Happen in der Regel brechen lassen. Und das Wichtigste ist, einfach niemals imagen, wenn man es nicht muss, sondern immer In-Place-Upgrades machen, wie wir es gewohnt sind von Unix, von Linux. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht sagen, oh, Major Release, lasst uns bitte jetzt die Maschine wieder komplett imagen. Wir haben das jahrelang versucht. Es bricht viel mehr durch das Imaging, als wenn die Maschinen, wenn sie einmal einen bekannten Status sind, einfach kontinuierlich über die bekannten Tools wie Monkey maintained werden. Die Apple-Updates kommen über Apples Software-Update oder es gibt eine schöne Open-Source-Implementierung. Reposado ist die komplette Open-Source-Kopie davon und Margarita ist die Web-UI. Und wer ein komplett Major-Release deployen möchte, der möge sich bitte ganz wichtig Create OS X Install Package anschauen. Und jetzt sieht man auch, die Namen wiederholen sich immer wieder. Das ist wieder von Greg Nigel. Es macht einfach nichts anderes als ein Apple-System Update, eine Major Release in ein installierbares Package zu transformieren. Das kann ich via Monkey auf meine Maschinen deployen, der Benutzer klickt auf den Button, wenn es ihm recht ist und die Maschine ist nach einer Stunde aktuell. Immer wieder In-Place-Updates machen. Ja, wie konfiguriere ich dann die Software, die ich deploye? Und das ist ein ganz großes Problem in meinen Augen. Mit jedem Unix habe ich einfach nur, meist in der Regel, beim guten Tool, textbasierte Konfigurationsdateien, die ich editieren kann. Und ich habe Tools dafür. Auf dem Mac, auf dem iPad ist es nur diese Profile, dieses signierte XML, das ich magisch auf die Maschine schiebe. Beim Mac gibt es hauptsächlich 3 Typen und wieder die proprietären Sachen, die man in hier nicht mag. Und zwar, es gibt diese Property Lists, XML, und die sind binär kompiliert. Das heißt, man sollte sie mit einem Tool wie dem Defaults-Tool bitte editieren. Dann gibt es MCX, das heißt Managed Client for OS X. Das ist sowas wie Group Policies for Macs. Dann gibt es die Profile und dann diese proprietären Geschichten wie SQL-Datenbanken, die Systemkonfiguration enthalten oder so ein Schrott. Und um das Ganze noch komplizierter zu machen, hat Apple mit 10.9 den CPrefSD, den Configuration Defaults Server, implementiert. Und das ist die Man-Page. ja. Und der cached Profile MCX und P-Lists. Das heißt, das Ganze wird immer komplexer. Zum Glück haben Leute das gelöst. Wir machen nur noch MDM. Wir machen alles über Profile.
Das hat den charmanten Vorteil, dass es wieder global funktioniert. Sobald das Gerät online ist, kommt die Systemkonfiguration beim Gerät an. Das heißt, wir managen auch Macs, genauso wie die iPads, über unser MDM. Und da kann ich alles aufs Gerät schicken. Ich kann sogar XML, ich kann sogar einzelne Dateien runterschicken, wenn ich wirklich möchte. Wer aber diese ganzen Cloud-Geschichten nicht mag oder auch nicht darf, also bei Banken ist das zum Beispiel ein großes Problem, wir haben da oft Gespräche, die dürfen diese Push-Geschichten nicht in ihre Netze reinlassen, die brauchen eine On-Site-Lösung. Und Facebook ist ja auch ein sehr großer Apple-Nutzer, hat jetzt so langsam angefangen, seit knapp einem Jahr, unheimlich viele Chefrezepte zu releasen. Und die sind sehr, sehr, sehr mächtig. Das heißt, wer nach Chef und OS X oder auch Chef und Facebook Operations Team sucht, wird sehr fündig. Puppet unterstützt macOS auf keinen Fall. Es ist nicht im kommerziellen Produkt, in der Support-Matrix drin. Es funktioniert super. Da könnte man zum Beispiel auch Factor wieder benutzen, um Systeminformationen zu sammeln. Monkey, wer das einsetzt und auch gerne Skripte schreibt, der kann auch einfach Payload-Free, also Pakete ohne echte Dateiinhalte verteilen. Und diese Skripte entsprechend erlegen einfach nur Konfigurationsjobs. Legt einen Drucker an, löscht einen Drucker, konfiguriere meinen VPN, installiere ein Profil. So machen es viele, die kein APN dürfen, die einfach downloaden das Profil, schicken das Profil per Monkey-Paket auf die Maschine und dann gibt es einen Installer dafür. Der Benutzer muss nirgends draufklicken, dafür gibt es wieder einen automatisierten Skript-Workflow, der Link ist auch dabei. Das Wichtige ist, diese Skripte müssen idempotent sein, weil man kann sich nie sicher sein, ob das Skript nicht mehrfach ausgeführt wird. Und dann kommen wir wieder zu dieser schwarzen Magie aus der Cloud, dem MDM. Und das ist super. Als ich diesen Vortrag in ähnlicher Weise vor einem halben Jahr gehalten habe, gab es noch gar nichts. Und es gibt jetzt Commandment, das ist ein Python geschriebener MDM-Server. Der kann nicht viel, aber er kann zumindest Monkey bootstrappen. Das heißt, er kann Device Enrollment, kann das Gerät in ein eigenes MDM enrollen und Monkey installieren. Und dann habe ich volle Kontrolle über das System, dann kann ich Puppet oder Chef installieren und dann bin ich schon glücklich. Ein bisschen hipper, ein bisschen mehr maintained ist MicroMDM. Ist auch in Go geschrieben, also super. Da passiert viel. Wer Lust hat, sich mit der Sache zu beschäftigen, kann ich empfehlen. Beide Projekte sind extrem aktiv. Die Kontributoren sind sehr, sehr nette Menschen. Und die Entwickler sind sehr nette Menschen, würden sich über Kontributionen freuen. Und was uns sehr viel Mühe gekostet hat, und erst nachdem wir es selbst gelöst haben, haben wir Skript gefunden. Es gibt auch ein Skript, das dieses komplizierte Certificate Signing Request für Apple erstellt. Also bitte nicht rumkämpfen. Der letzte Link, einfach nur merken, falls man das selbst aufsetzen will, MDM-Vendor sein, macht das einfach leicht. Und das ist schön zu sehen, dass es in dieser proprietären MDM-Schiene so langsam auch freie Software verfügbar wird. Und es gibt mir Hoffnung, dass auch irgendwann für die iPads ich nicht mehr Geld zu einer amerikanischen Firma werfen muss. Account Management, ja, irgendwie benutzt jeder heutzutage Active Directories. Manche haben den glücklichen Fall, dass sie nur LDAP und Kerberos nutzen. Macs unterstützen beides. Aber eigentlich sind Directory Services total out. Also Apple hat heimlich letzten Jahres, und sie verkaufen es jetzt auch leider nur in den USA, Apple Enterprise Connect released. Einmalige $5,000. Man muss aber einen $40,000 Supportvertrag mit ihnen haben. Das heißt einmalig $45,000. Und dann hält man diese Enterprise Connect Geschichte und das ist genial, weil man kann Active Directory nutzen, ohne gebunden zu sein. Das ist super, also für mobile Geräte funktioniert echt toll. Da man es in den USA halten kann und es relativ teuer ist, gibt es Nomad. Höchst aktiv entwickelt. Rechts sieht man auch einen Screenshot.
Nomad kümmert sich einfach darum, dass die Kerberos-Tickets aktuell sind, es versteht den Password-Change-Mechanism vom Active Directory und es integriert sich mit existierenden Tools. Wenn man auf Click-Software klickt, kann man zum Beispiel Monkey öffnen, Get-Help öffnet das Help-Portal, das man hat und so weiter. Wer kein Active Directory nutzt und nur Kerberos, für den gibt es alternativ Curbminder, gleiche Lösung zu einem leicht anderen Problem. Also, wenn man viele mobile Geräte hat und das Active Directory nicht global erreichbar ist oder man auch nicht garantieren kann, dass das VPN immer da ist, für den wäre Nomad eine schöne Lösung. Und in der nächsten Release kümmert sich Nomad sogar um den VPN-Tunnel, dass der immer steht oder wann ich ihn brauche. Split VPN-Routing zu meinem Active Directory Server, Happy Days, und ich bin trotzdem nicht gebunden, ich nutze es nur zur Authentifikation. Ja, Verschlüsselung. Es gibt viele kommerzielle Tools. Ich werde immer wieder ermahnt, ich sollte doch unsere bevorzugte Symantec-Lösung nutzen, die nie funktioniert. Wir nutzen Firewall, das ist Apple bereitgestellte Tool. Das kann man wieder über die Konfigurationsprofile auf beiden Maschinen wunderschön forcieren. Es gibt auch ganz viele Skripts dafür. Das Wichtigste ist, ich brauche als Unternehmen die Möglichkeit, das Gerät mit unseren Daten entschlüsseln zu können. Der Benutzer hat natürlich seine Möglichkeit über seine Smartcard oder sein Passwort, aber man braucht den Enterprise Key Escrow. Und alle kommerziellen Tools haben eine Lösung, weil das ist ein standardisierter API, die man bereitstellen muss. Google hat Cauliflower West bereitgestellt. Das sammelt einfach die Keys ein und hält sie in einer sicheren Umgebung. Und wer keine Google-Tools mag, der kann von Graham Gilbert sich Crypt runterladen. Ganz wichtig, wenn man FileVault einsetzt, bitte einen Key-Escrow-Server aufsetzen, sonst kommt man niemals wieder an seine Daten ran, falls es mit dem Mitarbeiter doch auf weniger freundlichen Bedingungen endet. Jo, was gibt es noch? OS Query von Facebook. Cross-Plattform funktioniert auch unter Linux und BSD, allen anderen Unixen, sogar Windows. Super Tool, wurde vom Security-Team geschrieben. Es werden regelmäßig auf dem System Proben ausgeführt, Proben für Exploits, Proben für fehlerhafte Einstellungen und zurückgemeldet, falls man einen entsprechenden Endpunkt zur Verfügung stellt. Plan B ist super. Plan B kümmert sich darum, dass mein Management-Framework immer auf der Maschine bleibt. Also als Facebook ein kommerzielles Tool ausgerollt hat, Facebook macht alles über Facebook, war im internen IT-Support-Facebook-Channel als meist gelikter Post Jump Remove Framework, das löscht das Management-Framework. Ich denke, Google hat ein ähnliches Problem, weil Google hat Plan B zur Verfügung gestellt, was, wenn das Management-Framework entfernt wird, es wieder installiert. Das heißt, das ist das Katz-und-Maus-Spiel einfach mal als Skript gelöst. Ganz tolle Geschichte, weil jetzt endlich auch mal in den Nachrichten ist Santa. Ed Marchak von Google und Kollegen haben ein Kernel-Modul geschrieben, das mit einem User-Space-Daemon kommuniziert und Binary-Whitelisting oder Binary-Blacklisting erlaubt. Alle macOS-Binaries sind ja mittlerweile signiert. Das heißt, man kann sagen, ich lasse alle Software ausführen, bis auf Blacklisted-Software, oder ich lasse nur Whitelisted-Software ausführen. Ich kann es in Enforcing-Mode oder ich kann es in Permissive-Mode ausführen. Und es gibt wieder dann die Möglichkeit, über einen Server, über eine API, diese Black- oder Whitelist zu managen. Google hat ganz tolle Pläne dafür, nach dem Motto, ich kann für meine eigene Maschine immer whitelisten. Wenn 10 Mitarbeiter in der gleichen Abteilung whitelisten, wird es für die ganze Abteilung whitelistet, wenn für die Gruppe und dann fürs Unternehmen. Sie wollen das wieder komplett crowdsourcen. Es wird unheimlich spannend, aber das Backend wird leider nicht Open Source. Wir spielen damit, ich denke, das wird ganz toll im Bereich Systemsicherheit, weil man kann zumindest irgendwie die Sachen, die man nicht auf seinen Maschinen möchte, einfach verbieten. Und zwar wirklich auf Kernel-Ebene. Und wer diesen super tollen Elastic-Stack mag, der kann mit Zentral, OS Query und andere Tools verbündeln und kriegt Signaling und Monitoring und all diese tollen Management-Buzzwords. Jo, wir sind auch schon kurz vorm Ende. Was machen wir in Oxford? Wir versuchen nicht zu imagen. Wir schicken die Geräte direkt auf den Schreibtisch vom Anwender, weil dieses wunderschöne Device-Enrollment-Programm gibt es auch für Macs.
Das heißt, die machen ihren Mac auf, das ist der Assistent, die verbinden sich mit irgendeinem Netzwerk und während dem der Setup-Assistent macht, kommt unser Management-Zertifikat für das Mobile Device Management auf das Gerät. Das Mobile Device Management installiert einige Profile, wie die Maschine muss verschlüsselt sein, da muss ein Passwort für den Bildschirmschoner da sein, bla 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 bla. Wir binden noch gegen ein Active Directory, das ändert sich wahrscheinlich im nächsten halben Jahr. Und wir installieren über unser MDM Monkey. Das heißt bei uns Orchard Software Center, weil wir branden das. Ja. You grow your apples in the orchard, macht ja auch Sinn. Und dann kommt der ganz normale Krams. Heb dir deine Frage auf, ich habe noch zwei Slides. Falls wirklich eine Maschine restauriert werden muss, haben wir, wie gesagt, den Restore-Prozess. Aber es ist so viel Arbeit, das am Leben zu erhalten, dass wir darüber nachdenken, dass wir im Notfall einfach Factory Reset nach Apple machen. Und dann kommt ja wieder der Setup-Assistent und dann ist DEP da. DEP kann man rückwirkend für alle Einkäufe seit Oktober 2000 irgendwas, 13, auch für alle Geräte, die auf der gleichen Kundennummer gekauft wurden, aktivieren. So, was habe ich gelernt in 7 Jahren? Selbst das tun, aber jetzt mittlerweile nur noch ein bisschen am Rande so als Ideengeber aktiv zu sein. Unsere Anwender werden immer besser in ihrem IT-Wissen und sie werden auch eigentlich viel sensibilisierter, was Sicherheit betrifft. Es gibt immer die Ängstlichen und auch die, die nicht wissen, was sie tun. Aber die Hersteller, insbesondere Apple, gibt sich sehr viel Mühe über System Image Protection, über Signed Binaries, sie ist sehr, sehr, sehr schwierig zu machen, das System zu brechen. Wenn man selbst seinen Job gut macht, kann man den Benutzern sehr viel Freiheiten geben. Mehr Freiheiten heißt weniger Support-Tickets, das heißt glückliche Kollegen. Überall. Bei den Anwendern und im Service-Desk. Wir wirklich versuchen es komplett aus unserem Job raus zu automatisieren, dann können wir eher in den Pub gehen. Und je höher die Automatisation, desto größer die Komplexität. Für manche Leute ist das sehr wichtig, diese Jobsicherheit zu haben. Niemals gegen die Apple-Tools kämpfen. Wenn Apple sich was ausdenkt, machen sie es unheimlich schwer, dass man da drum herum kommt. Es gibt, kaum einer weiß, es gibt für jedes Betriebssystem offizielle Deployment-Guides und die sind auch sehr, sehr gut geschrieben. Und man kennt jetzt ja nur von diesen Open-Source-Events die Linux-Community, die generelle Unix-Community, wenn man auf Gook-Events geht oder so. Die Mac-Community ist fantastisch. Sie nutzen IRC, aber jetzt benutzen sie natürlich auch Slack, weil das ist hip. Tausende von Menschen, total nett. Und wenn man irgendwie nur durchblicken lässt, dass man erstmal kurz nach dem Problem selbst geforscht hat, kriegt man auch immer eine schlaue Antwort. Ja, ich habe von den offiziellen Referenzen gesprochen. Die sind nur drin, dass sie im Slide Deck sind. Wirklich interessant zu lesen. Also man lernt immer wieder, weil die Ingenieure denken sich viele tolle Sachen aus. Jo, und das war's auch schon. Dankeschön. Du wolltest was fragen. Das Monkey, wollte das über ein Skript aus, was im NDM drin ist, oder gibt es irgendwie Packages, dass das direkt auf dem Apple Store oder was? Monkey ist nicht im Apple Store, weil das ist nicht signiert, der Autor sieht auch keinen Sinn drin, weil du willst das ja nie ein bisschen customizen mit deiner Konfiguration. Wir benutzen eine Kombination aus einem kommerziellen, wir nutzen das Jump-Produkt, ist sehr teuer. Glücklicherweise waren wir Kunde Nummer 8 und wir haben eine Side-Lizenz für einen Schweinepreis. Also 4-stelliger Preis für ein Produkt, das jetzt viel teurer ist. Wir benutzen ein kommerzielles MDM für alles, was MDM, Profile, Inventory ist. Und das kann auch Software installieren. Jedes MDM kann auch Software installieren. Und die Software kann auch aus einem eigenen Repository kommen. Du kannst entweder als XML-Payload, dann ist es halt encoded, direkt das Binary mitschicken. Oder du kannst auch sagen, bitte nimm es von dieser Location. Also jedes MDM, zum Beispiel dieses kostenlose Micro-MDM, könnte genau diesen DEP-Workflow abbilden. Maschine kommt beim Endanwender an, ist DEP registriert, wird in das Micro-MDM enrolled, das Micro-MDM installiert Monkey, Monkey installiert Chef, du hast die komplette Open-Source-Lösung. Wir haben das Problem, wir sind föderiert. Wir haben ziemlich viele Leute, die nicht genau wissen, was sie tun. Sie brauchen UI. Ich habe eine kleine Herzenssache. Wenn keiner jetzt eine ganz wichtige Frage fürs Plenum hat, ich stehe gleich draußen, beantworte weiter. Ich bin die ganzen nächsten 2 Tage hier. Kann ich euch
eine Minute oder eineinhalb Minuten noch ein Video zeigen von einer Charity, die ich seit 3 Jahren unterstütze und momentan quäle ich mich, mich auf 1,5 Marathons vorzubereiten. Ich habe noch nie einen Marathon gelaufen. In England ist es üblich, wenn man sich durch so Qualen schickt, dass man alle Leute, die man trifft, bittet, vielleicht die Charity, für die man das macht, zu unterstützen. Mal gucken, ob das Video geht. I'm Caroline Baker, my son's Elliot Hughes, 6. Elliot's very, very technology focused, but obviously has physical disabilities, so he has problems getting on with technology as he would like to. We've had an Xbox for a couple of years, and he's been trying to play with it and couldn't use it at all. And some of his mates at school have said, oh, you've got an Xbox up you, can we play against you? Just makes him, you know, the same as everybody else, and be able to challenge and join in. He's got enough things at school that he, you know, can't equally play rugby, can't equally play football. So this just puts him on an equal footing. He's naturally competitive like most boys. It was amazing to watch Elliot actually not go the wrong way permanently down the track, which he was doing with the controller before until it was set up properly. So today's been the first time that they've been able to play against each other on the same game, which is amazing. It's really nice to be able to see that, and also that he's going to be able to play with Dad and play with his granddad, which is, you know, it's going to be absolutely brilliant. So yeah, can't wait.